Das Crash-System ist eines unserer neuen Produkte. Wie du weißt, beschäftigen wir uns ja sehr viel neben der Entwicklung von Rettungsgeräten mit der Ausbildung zum Beispiel. Also wie gesagt, das Crash-System ist gezielt für die Deformierung, für die unfallrealistische Deformierung von Schrottfahrzeugen entwickelt worden, um halt eine unfallrealistische Übung auch darstellen zu können. Wir sind mit dem System in der Lage, seitengerecht, frontalgerecht, heckgerecht, wie auch immer, darzustellen und der Feuerwehr die Möglichkeit zu geben, Dummies im Fahrzeug so einzuklemmen, wie sie das gerne hätten, also im Beinbereich, Beckenbereich, Kopf, Nacken, dass man da dann auch vielleicht die Übung so gestalten muss oder kann, dass es realistischer wird. Also im Prinzip eine hydraulische Stempel, die das Fahrzeug deformieren. Wir als Weber Hydraulik sind natürlich prädestiniert dafür, solche Stempel dann auch zu entwickeln. Und mit 4 Stempeln, mit verschiedenen Aufsätzen, haben wir die Möglichkeit, dann das Fahrzeug an den Stellen, wo wir das möchten, zu deformieren. Also es macht wenig Sinn, an einem Schrottfahrzeug, was überhaupt keinen Kratzer hat, zu üben. Da wird wahrscheinlich dann 50 verschiedene Ansatzpunkte für einen Spreizer gesucht. Die Ansatzpunkte sind nach einem Unfallgeschehen da, wo wir mit Schere-Spreizer arbeiten müssen. Aber es ist vielleicht auch die Möglichkeit zu sagen, wir müssen vielleicht nicht mit Schere-Spreizer anfangen, sondern vielleicht mit einem Rettungszünder quer durchs Fahrzeug mal das Fahrzeug dorthin bewegen, wo es herkommt. Und deswegen das Fahrzeug im Vorfeld deformieren, auch einen Dummy mit reinsetzen, um dann auch das realistisch darzustellen. Und die Anlage wurde entwickelt, halt, um zielgenau diese Situation dann darstellen zu können. 1, 1.